In der kommenden Woche will die Bundesregierung ihre Pläne für das neue Wohngeld vorlegen. Bauministerin Clara Geiwitz kündigte bei Bild TV erste Eckpunkte für die Reform an. Statt bisher 650.000 Haushalte sollen ab Januar 2 Millionen Haushalte Wohngeld beziehen können. Die bisherigen Einkommensgrenzen für den Wohngeldbezug steigen. Künftig bekommen den Zuschuss in etwa jene, die Mindestlohn verdienen oder eine Rente haben in dieser Höhe, so Geiwitz. Ab Oktober liegt der Mindestlohn bei 12 Euro pro Stunde. Wer 35 Stunden die Woche arbeitet, kommt monatlich auf fast 1.700 Euro. Derzeit liegt die Wohngeldgrenze bei 986 Euro im Monat bei Alleinstehenden bzw. 1.348 Euro bei einem Zwei-Personen-Haushalt. Die Leute warten und haben Sorgen. Da muss schnell etwas getan werden, so Geiwitz. Die Ministerin erneuerte das Ziel, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen.